Willkommen, liebe Zuschauer, bei Kagels Trading im Optionsjournal. Ich hole Sie an dieser Stelle mit den Risikohinweisen und dem Haftungsausschluss einmal ab. Grundsätzlich verstehen sich Angebote dieser Art, die Beispiele, die wir zeigen, als Information und dienen den Schulungszwecken, also sind nicht als Handlungsanweisung zu verstehen. Von daher, ja, immer um sich da abzusichern, dieser kurze Text. Kurz zu meiner Person, mein Name ist Christian Möhrer, ich bin seit 2010 an der Börse aktiv, habe mich bis zum Schwerpunkt Optionen weiterentwickelt, seit 2016 ausschließlich Optionen, risikoarme Strategien mit US-Aktien als Basiswerte. Das hat sich für mich so als beste Strategie herauskristallisiert und das ist auch, das Wissen darüber gebe ich dann an dieser Stelle im Optionsjournal auch gerne weiter. Wir haben heute das Video als Ergänzung zum Blogartikel Implizite Volatilität und das IVR, wo ich mir gedacht habe, es ist vielleicht das Thema nicht unbedingt in Textform so eingängig, dass ich das Ganze nochmal in Bild und Ton aufarbeiten wollte. Und zwar zeige ich einmal, wie die IV im Chart sich darstellen lässt, welche Einstellungen der TWS notwendig sind. Und wie wir dieses IVR, das Implied Volatility Ranking, zum Handel mit Optionen heranziehen können. Das Ganze geht dann auch gleich ins Eingemachte. Da ist unsere TWS. Im Artikel habe ich das auch schon mal gezeigt. Hier sind die Spalten 52 Wochen Höchstwert der impliziten Volatilität, also im Verlauf des letzten Jahres. Der dort entstandene Höchstwert wird hier abgebildet. Dann entsprechend der Tiefstwert in der nächsten Spalte und die implizite Volatilität der Option stellt dann an dieser Stelle den aktuellen Wert dar. Und aus den drei Werten wird das IVR, das Ranking der impliziten Volatilität, also im Grunde, in welchem Verhältnis der aktuelle Wert zu den Höchst- und Tiefstwerten der Vergangenheit steht. Das ist auch eine Prozentangabe. Das heißt, wir haben jetzt hier, Moment, Apple 28%. Ja, lässt sich auch ganz gut abschätzen. Wir haben 5,6 im Hoch, 1,0 im Tief und 2,3 sind dann circa diese 28, also sind dann halt die 28% dazwischen, wenn wir die 5,6 als 100% und die 1,0 als 0% rechnen, dann sind die 2,3 die 28. Genau. So. Wie sich das darstellen lässt, ganz einfach. Sie klicken auf eine beliebige Spalte und können dann eine Spalte vor der aktuellen Spalte einfügen. Und in der TWS finden Sie unter Optionen dann die, das war klar, da war's, zack, unter Optionen finden Sie dann die, also, mal die Mausempfindlichkeit runterstellen. Unter Optionen finden Sie dann halt die entsprechenden Angaben, sind jetzt oben in der Spalte, deswegen im Kontextmenü nicht mehr zu sehen. Wenn es in der Spalte noch nicht ist, können Sie es halt über das Kontextmenü hinzufügen. Dann gehen wir zum Chart von Apple. Da haben wir einmal über Bearbeiten die Chartparameter. Und dieser Haken bei der optionsimplizierten Volatilität eröffnet hier unten noch einen zusätzlichen Chart, einen Linienchart, in dem der Verlauf der IV dargestellt wird. Jetzt mache ich das mal so ein bisschen wie ein Blatt Papier, mit dem wir den Chart abdecken. Das Paper Trading at its best. So, das ist der historische Verlauf. Und wir haben hier ungefähr, oder auch hier, den Höchstwert. Den setzen wir als 100%. Hier unten den Tiefstwert als 0%. Und dann sehen wir ganz gut, wie die IV sich hier verhält. Das ist hier, an der Stelle waren mal die Quartalszahlen oder Bekanntgabe der Quartalszahlen. Da sieht man ganz gut, dass die IV davor relativ hoch war und dann im Verhältnis an dem Tag zusammengebrochen ist und sich dann auf einem niedrigeren Niveau weiter bewegt. Und so circa immer 30 Tage bei Apple jedenfalls vor den nächsten Quartalszahlen steigt sie wieder an, weil das Ergebnis dieser Zahlen ja immer
ungewiss ist, sage ich mal. Es kann sein, dass die Erwartungen getoppt werden, es kann sein, dass die Erwartungen erfüllt werden und es kann auch sein, dass die Erwartungen enttäuscht werden. Und je nachdem, was an dem Tag passiert, entwickelt sich dann natürlich auch der Kurs, weil, ich sag mal, wer hier eingestiegen ist und dann hier feststellt, oh Mann, das Wachstum von Apple ist eingebrochen, die Verkäufe sind eingebrochen oder wie auch immer, der möchte an dem Tag dann auch raus seine Gewinne mitnehmen, weil er davon ausgeht, dass der Kurs dann in der Folge vielleicht fällt. Oder umgekehrt, die Erwartungen wurden weit übertroffen und an dem Tag werden viele Menschen, die noch nicht in Apple investiert sind, darauf aufmerksam und sagen sich, Mann, das ist so ein Top-Wert, also wenn die jetzt schon mal wieder ihre Zahlen übertreffen, dann wird das mit Sicherheit auch die nächsten 20 Jahre so weitergehen, also will ich sofort so eine Aktie kaufen, egal was es kostet, ich will die haben, die zahlen eine schöne Dividende, alles gut und dann geht der Kurs an dem Tag dann halt, beziehungsweise in der Folge dieser Quartalszahlen dann auch weiter nach oben und hier sehen wir halt auch einen schönen stabilen Aufwärtstrend, der da nicht irgendwo irritiert wird. Gut, das heißt, solange unsere implizite Volatilität sich in diesen Hoch- und Tiefmarken bewegt, lässt sie sich halt anhand der Formel entsprechend zuordnen. Hier haben wir dann ungefähr 50%, hier sind es ein bisschen weniger, hier ist es ein bisschen mehr und am Top dann die 100%. Jetzt war die Frage aus dem Blogartikel, kann die IV oder das IVR, was ja dann halt die Relation darstellt, über 100 steigen? Und das lässt sich hier in der jüngsten Entwicklung ganz gut abtragen. Jetzt geht es nämlich hier über das letzte Hoch und dann noch weiter. So, und jetzt könnte man auf die Idee kommen, okay, wenn das hier 100% sind, dann haben wir hier 120, hier schon 180, 190, ist nicht so. Es ist in dem Moment, wo das letzte Hoch überschritten wird, also hier geht das schon los, ist das ja das historisch letzte oder das höchste Hoch der letzten 52 Wochen. Genauso wie dann das folgende Hoch auch wieder. Also der aktuelle Wert, wenn der gleich dem aktuellen Hoch ist oder dem höchsten Wert der letzten 52 Wochen, sind das in dem Moment die 100%. Also wenn ich meinen Screener aufrufe, die IVR darstellen lasse und da irgendwo ein Wert ist mit 100, dann weiß ich, okay, dieser Wert hat heute die höchste IVR der letzten 52 Wochen generiert. Ist eher ein Alarmsignal in dem Fall dann als ein Einstiegssignal. Sag mal, wenn wir hier so in dem Bereich gehen, wissen wir, okay, wir gehen auf die Earnings zu, hier ist der Anstieg ca. 30 Tage vor dem Earnings-Termin normal. Da können wir die gestiegenen Optionspreise für Stillhalterstrategie nutzen. Hier würde ich eher abraten, da die hohe IVR einen Grund hat, gerade wenn die deutlich über die vergangenen Hochs geht. Hier haben wir stark fallende Kurse. Also hier muss irgendwas passiert sein. Da ist noch nicht abzusehen, ob hier das Ende der Fahnenstange oder der Abwärtsbewegung erreicht ist. Und ja, aus den jüngsten Entwicklungen wissen wir ja, dass es nicht so war. Die IV ist noch deutlich gestiegen. Und das sollten Sie immer im Hinterkopf haben, wenn Sie Optionen handeln und eventuell auch mal eine Strategie in Betracht ziehen, die ja nicht gerade risikobegrenzt ist. Wenn ich einen Short-Put verkaufe an der Stelle, bis hier kann ich das vielleicht noch aussitzen und sage, ja, das kommt wieder, das kommt wieder. Dann kommt es wieder, wenn ich Glück habe, steige ich hier aus und sage, war eine Erfahrung wert. Aber an der Stelle kann es schon passieren, je nachdem wie groß das Konto ist, dass sie ausgestiegen werden. Weil die Verdopplung der IV heißt nicht, dass sich die Prämie verdoppelt hat. Sagen wir mal, sie verkaufen hier einen Put mit $150 Prämieneinnahmen. Der kann an der Stelle schon $700-800 haben. Das ist dann aber Verlust, also kein Gewinn. Und wenn sie 150 Prämie gegenrechnen, haben sie
ja, 5 bei $700, 550 Verlust ist je nach Kontogröße ja auch noch im Rahmen. Ist halt immer nur so ein Punkt, den man auf jeden Fall im Hinterkopf behalten sollte. Gerade so, also die Situation, die wir hier vorhin abgedeckt hatten, ist keine Situation, wo ich einen Einstieg empfehlen würde. Und schon gar nicht ohne Risikobegrenzung. Gut, das war auch ja, im Grunde schon alles. Es ging um die Relation. Geht es über 100? Geht es nicht über 100? Und in der Folge sehen wir jetzt wieder, jetzt haben wir hier das letzte Hoch der 52 Wochen. Und dann haben wir die 28, die wir aktuell haben als IVR. Kommt auch ungefähr hin, wenn wir jetzt hier 0%, 100%, ist ungefähr dies zwischen Viertel und ein Drittel. Das passt genau. Den Kegel, wie wir den einstellen, hatte ich im letzten Video schon erklärt. Kann ich aber nochmal kurz zeigen, für die Vollständigkeit. Das ist hier die geschätzte Kursspanne, die Standardabweichung. Da gibt es nochmal einen extra Artikel zu und ein extra Video. Ja. Dann wären wir an der Stelle auch schon wieder am Ende. Zu lang wollte ich es auch nicht machen. Wenn noch Fragen sind oder ja, irgendwelche Erkenntnisse, die Sie noch gern besprochen haben möchten, gerne unter dem Video einen Kommentar lassen. Da schauen wir regelmäßig rein und dann gibt es da auch eine entsprechende Antwort oder einen Verweis auf eventuell schon vorhandene Informationen. Schauen Sie ruhig mal rein im Optionsjournal bei Kagels Trading. Da sind noch einige Artikel zum Optionshandel, wo ja, vielleicht die eine oder andere Information für Sie noch dabei ist. Ansonsten, wenn Fragen auftreten, gerne eine E-Mail schreiben, Kommentar unter dem Video lassen. Wenn es gefallen hat, auch gerne einen Daumen nach oben. Dann wünsche ich, ja, alles Gute, gutes Gelingen und bis zum nächsten Video. Vielen Dank fürs Zuhören.